Vorteil? Ich darf weiter verordnen. Okay, wenn wir die orientierende Behandlungsmenge erreicht haben, dann kann man weiter verordnen? Ja, kannst du. Okay, was für Regeln gelten dafür? Ich darf weiterhin immer nur eine Verordnung ausstellen, die die Höchstmenge je Verordnung laut Heilmittelkatalog einhält. Also ich darf nicht für einen Zeitraum wie früher von 12 Wochen verordnen. Das ist der Unterschied. Früher gab es ja die Verordnung aus dem Regelfall. Das ist sozusagen eine Einschränkung eigentlich. Also es ist gut, dass man weiter verordnen darf, aber es ist schlecht, dass man nur so kleinteilig weitermachen muss. Genau, ich muss einfach öfter zum Arzt wieder gehen. Das wird die Ärzte unglaublich freuen. Aber egal, Hauptsache, sie dürfen weiter verordnen. Ja. Also Vorteil? Ich darf weiter verordnen. Perfekt.